Vielen Dank, lieber Dirk, dass du da bei uns bist. Ich würde dich ganz kurz noch vorstellen, bevor ich dir das Wort übergebe. Dirk Helbing ist Professor für Computational Social Science, da bei uns an der ETH, also gar nicht weit weg. Da bin ich sehr froh, ich hätte nämlich sehr weit müssen suchen, bis ich jemanden zu diesem Thema gefunden hätte, zu deinem Fachbereich, der nur annähernd den Rucksack kann mitbringen kann, den du mitbringst. Das drückt sich aus in zahlreichen Ehrungen. Ehrendoktortitel hast du auch bereits bekommen in Publikationen Nature Science, also früher geht es nicht mehr im wissenschaftlichen Olymp, außer vielleicht noch den Nobelpreis. Deine Spezialität sind komplexe Systeme. Und wir haben bereits ein sehr spannendes Vorgespräch gehabt. Auch. Du könntest uns auch Auskunft geben über so Sachen wie Massenpaniken entstehen, wie eine Laola-Welle entsteht im Fußballstadion, aber sogar Bakterienmuster gehört auch noch in deine Forschung rein. Allerdings, ja. Allerdings. Du hast mir auch im Vorgespräch. Genau, du hast mir auch im Vorgespräch erklärt, dass du Virenforschung kannst benutzen, um zum Beispiel zu erklären, wie Hate Speech im Internet entsteht. Also genau der Fall, den wir vorher da hatten. Das ist verbreitet, ja. Also total spannend, immer die Connection, du surfst zwischen den Systemen, zwischen der technischen Welt und der sozialen Welt. So, das Herzthema von dir ist aber, wie verändert Technologie unsere Gesellschaft? Was passiert mit unserer Gesellschaft und wie können wir gemeinsam das so gestalten, dass es eine gute Veränderung ist? Und das ist genau das Thema, was uns auch brennend interessiert. Deswegen will ich jetzt gar nicht mehr sagen, sondern sagen, the stage is yours. Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, heute Abend bei euch zu sein. Also wir leben in gewisser Weise schon in einer neuen Welt. Das hat uns nur noch keiner so richtig gesagt. Ja, es gibt zum Beispiel eine neue Währung, das sind die Daten. Ja, innerhalb einer Minute fallen alleine 700.000 Google-Anfragen an, 500.000 Facebook-Posts, ja, ruhig fleißig schicken Kommentare und dann natürlich gehen wir shoppen, bewegen uns, alles hinterlässt Datenspuren, das produziert natürlich Big Data. Ja. Und die Idee, die man anfangs hatte, war, naja, damit haben wir so eine Art Röntgenapparat für die Welt. Wir können sehen, was schief läuft und wo das System sozusagen kaputt ist und es dann quasi reparieren. Und alle wurden ganz begeistert und haben gesagt, naja, nichts wie hin und Daten sammeln und wir werden dann schon irgendwelche Anwendungen finden. Und jeder hat angefangen, wie verrückt Daten zu sammeln. Die Idee war dann auch, naja, wenn es genügend Daten gibt, verwandelt sich Quantität in Qualität und die Daten verraten von selber, was die Wahrheit ist. Wir müssen dann noch tun, was sie uns sagen. Und es braucht gar keine Wissenschaft mehr. Und das sieht man heutzutage allerdings doch überwiegend anders. Aber jedenfalls, die Leute wurden begeistert und Daten wurden gesammelt und aggregiert und die Geheimdienste sind fleißig mit dabei, aber nicht nur die. Und heutzutage gibt es sowas wie digitale Kristallkugeln, die also im Grunde genommen sehen können, was in jedem Ort der Welt passiert in Echtzeit. Also wenn wir uns hier unterhalten, kann man anhand des Stimmprofils ermitteln, wer was zu wem sagt. Das muss uns allen klar sein. Ne? Wir sagen überhaupt nur 6.000 Worte pro Tag, das kann man alles aufzeichnen. Ja? Die Frage ist, muss ich es wieder nachlesen, wenn ihr es wieder nachlesen könnt. Ja? Also die Frage, die sich dann stellt, ist, können wir alles wissen? Das heißt, wie die Welt funktioniert, wie unser Körper funktioniert, wie die Psyche funktioniert und so weiter und so fort. Ja? Wir machen eine neue Gesellschaft und die wird vorangetrieben mit künstlicher Intelligenz. Ja, die ist eigentlich überall unterwegs, im Internet, bei all diesen Buchungsportalen und Newsportalen und Datingportalen. Also überall mischt die künstliche Intelligenz fleißig mit. Ja. Und schon seit einigen Jahren sind Computer die besseren Schachspieler. Roboter, die besseren Arbeiter, ja, die werden nicht müde, die beklagen sich nicht, die wollen nicht in den Urlaub,
Dem muss man keine Sozialversicherung und Rentenversicherung zahlen. Naja, mal sehen, wie das ausgeht. Und dann sind wir natürlich alle stolz darauf, die besten Autofahrer der Welt zu sein. Damit ist vielleicht auch bald vorbei. Und dann kündigt sich, oh je, 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 also noch funktioniert nicht alles perfekt, kündigt sich an, dass Computer, AI-Systeme vielleicht auch besser in Diagnosen sind und Behandlungsvorschlägen besser in der Beantwortung von Fragen, jedenfalls die, die schon eine Antwort haben. Und 2016 dann gab es die große Überraschung. Go war noch als Strategiespiel eine der letzten Bastionen der Welt und Googles System DeepMind besiegte den Weltmeister, ja, 10 bis 20 Jahre bevor das eigentlich erwartet wurde. Nun verbraucht natürlich dieses DeepMind auch so viel Energie wie eine ganze Stadt und das Gehirn von diesem Schachweltmeister so viel wie eine 100-Watt-Glühbirne. Also es ist vielleicht auch nicht ganz fair, dieser Wettbewerb, aber anyway. Ja. Dann werden die Roboter natürlich immer fähiger und können alles Mögliche machen, erst und nach zu Hause aufräumen. Und natürlich können die lernen und könnten natürlich auch andere Roboter bauen. Und warum nicht? Die bauen ja auch Autos und könnten eigentlich auch bessere, intelligentere Roboter bauen. Und dann gäbe es sowas wie eine Roboter-Evolution. Ja. Dann stellt sich natürlich die Frage, die sind manche Stellen, können wir nicht gleich die ganze Gesellschaft wie eine gigantische Maschine betreiben. Und für einige Zeit war das schon irgendwie das Ziel von einigen hochvisionären Leuten, die dachten, jetzt erfinden wir die ganze Welt neu, jetzt wissen wir eigentlich, was die Einzelteile sind, inklusive der einzelnen Menschen und was sie tun und wie wir sie manipulieren können, darauf kommen wir gleich noch und jetzt automatisieren wir, oh Gott, auch das Weiterblättern, automatisieren wir die Welt, die Städte erstmal, dann die Nationen und das macht natürlich nicht nur IBM, sondern es macht auch Google und Apple macht es eigentlich auch, also Smart Cities ist das Stichwort. Google möchte gleich den ganzen Staat neu programmieren, sind natürlich nicht die einzigen. Also Betriebssysteme nicht nur für Computer und Smartphones, sondern gleich für die ganze Gesellschaft. Ja, das ist mein Moonshot, muss ja schon irgendwie eine richtig große Sache sein. Ja. Also Hut ab. Und dann ist natürlich die Frage, wenn in Zukunft die Welt regiert, wer führt in AI ist, wer wird es denn wohl sein? Und da zeichnet sich ab, dass China möglicherweise sogar schon überholt hat. Und deswegen müssen wir uns anschauen, was in China so passiert. Da gibt es diesen Social Citizen Score, also alles, was man tut und lässt, was basierend auf Massenüberwachung, gibt dann Plus- oder Minuspunkte. Also wenn man zum Beispiel rot über die Ampel geht, gibt es Minuspunkte. Und wenn man kritische politische Nachrichten liest, gibt es Minuspunkte. Wenn man die falschen Freunde hat, das heißt Freunde, die kritischen Nachrichten lesen, gibt es auch Minuspunkte. Wenn man die Miete oder die Steuer mal ein bisschen später zurückzahlt, auch Minuspunkte und so weiter und so fort. Und übrigens, wenn man die Oma nicht oft genug besucht, auch Minuspunkte. Ja. So, und dann gibt es also diesen Punktestand und der entscheidet dann, welche Jobs man bekommen kann, wie viel man für den Kredit bezahlen muss, Zinsen, in welche Länder man reisen darf, wie schnell das Internet ist, also ja, wenn man die falschen Nachrichten aufgerufen hat, wie gesagt, dann geht alles ganz langsam. Ja. Und auch, ob man Schnellzüge benutzen darf oder nicht, ja, ich denke mir das nicht aus, leider Gottes, das ist die graue Realität und wer zu spät die Steuern bezahlt, wird irgendwie auf einem großen Display in der Innenstadt angezeigt. Ja. Kam auch schon vor, dass ein Werbeplakat auf einem Bus einer Kamera bei einer roten Fußgängerampel vorbeifuhr und dass dann diese VIP-Person ein Strafmandat bekommen hat, weil sie angeblich die rote Ampel überquert hat. Ne? Das sind natürlich dann die Auswüchse. Also,
Das ist technologischer Totalitarismus und für manche ist das übrigens noch nicht genug, sondern es muss dann gleich ein KI-Gott sein. Ja, also die Frage ist ja, was passiert, wenn wir ein superintelligentes System haben, das wird ja irgendwann erwartet, intelligenter als Menschen. Und manche denken, es wird auch gar nicht so lange dauern, bis 2042 wahrscheinlich nicht, vielleicht hat das amerikanische Militär das schon. Naja, und das wäre sozusagen das Superhirn für diesen Superorganismus, der wir eigentlich sind, dadurch, dass wir alle mit dem Internet weltweit vernetzt sind. Das würde also uns dann quasi steuern und uns vorschreiben, was wir tun und lassen sollen, gerade in einer Welt, die Klimaprobleme hat und Nachhaltigkeitsprobleme. Also jeder muss dann bitteschön, weil ja die Superintelligenz alles besser weiß, gefälligst tun und lassen, was sie sagt. Na, Elon Musk ist entsetzt, nicht nur er übrigens. Und wer glaubt, nur China neigt zu solchen totalitären Fantasien, täuscht sich. Entwickelt wurde das nämlich im Westen von den Geheimdiensten, also insbesondere GCHQ. Ja, da nennt sich dasselbe Programm Karma Police und auch bewertet, was man jetzt für Radiosendungen anhört und ähnliches und was sie so im Internet alles anklicken. Ja, also das heißt, da geht es nicht nur um Policing von irgendwelchen Verbrechen, wenn sie irgendwie ein Auto aufbrechen oder die Steuer hinterziehen, reden wir nicht darüber, sondern da geht es eben tatsächlich um so eine Art digitales jüngstes Gericht, könnte man sagen, ja, wo also die ganze Persönlichkeit geröntgt wird auf die Wertigkeit und naja, schauen wir, wie das ausgeht, dann tun wir vielleicht was dagegen. Dann gibt es ein neues Rechtssystem, denn Code is Law, das heißt, die Algorithmen sind die neuen Naturgesetze oder gesellschaftlichen Gesetze, die entscheiden, was möglich ist und was nicht. Ja? Und wenn es nicht vorgesehen ist, dann kann man halt bestimmte Dinge nicht machen. Ich wollte gestern mit meiner Visa-Card was bezahlen, jetzt möchte sie irgendwie meine Telefonnummer haben, sonst kann ich gar nichts mehr kaufen. Also das ist schon mal fehlgeschlagen. So. Ein Problem natürlich, diese KI-Systeme sind oft die Blackboxen, das heißt, wir wissen gar nicht, wie die zu ihren Ergebnissen kommen und ob das Sinn macht. Ja? Es kommt immer irgendwie was dabei heraus, also wir dürfen das nicht immer leichtgläubig glauben. Und naja, KI-Systeme werden insbesondere eingesetzt, um Verbrechen zu bekämpfen, bevor man sie begangen hat. Ja? Hoffentlich geht es gut aus. Ja? Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, was die letzte Konsequenz ist, dass also nicht nur Verbrechen, wie wir sie definieren, eine Rolle spielen, sondern auch, sagen wir, Umweltverbrechen. Ja? Also, dass sie also zu viel geflogen sind mit dem Flugzeug oder dergleichen. Ja? Also, da ist so manches unter Diskussion. Das implementiert ist es ja schnell. Die Frage ist, wie geht das aus gesellschaftlich? Ja? Und dann sagen manche übrigens von Google selber, also vergessen Sie Killerroboter, das ist nicht das größte Problem. Ich weiß nicht, ob Sie das beruhigt, ja, sondern Bias ist also noch ein größeres Problem. Also zum Beispiel, dass Frauen diskriminiert werden, ja, immerhin 50% der Menschheit. Oder Farbige sind wahrscheinlich noch mehr als 50% der Menschheit. Ja, und der Spaß hört dann voll auf, wenn es um Entscheidungen über Leben und Tod geht. Ja. Und das geht es unter anderem eben bei diesen berühmten autonomen Fahrzeugen, die wir alle warten, die geben es ja gerne zu. Aber dann wird jetzt immer dieses ethische Problem hier diskutiert, also wenn das Auto dann doch mal nicht rechtzeitig bremsen kann und eine Entscheidung getroffen werden muss, wer muss dann eigentlich sterben, die Katze, der Fußgänger oder der Autofahrer selber, der sozusagen die Klippe runtergeht, jetzt in diesem Beispiel. Naja, da würde wahrscheinlich die meisten sagen, retten wir eher den Mensch als die Katze, dann die Entscheidung zwischen Autofahrer und Fußgänger ist dann schon schwieriger, aber dann geht es ja noch weiter. Wenn wir Gesichtserkennung haben, könnte man ja auch noch überlegen, naja,
soll die Oma sterben oder das Kind? Soll irgendwie die Kanzlerin sterben oder der Student? Soll der Arbeitslose sterben oder der Manager? Ja, das weiß ja dann das System im Grunde genommen alles. Null Komma nichts ist der Gleichheitsgrundsatz der Demokratie den Bach heruntergegangen. Und noch geht es ja darum, Menschenleben zu retten im Prinzip. Aber stellen Sie sich vor, wir haben irgendwie ein Gesetz erlassen, dass das regelt, in welcher Reihenfolge da jetzt Menschen zu verschonen sind. Und dann werden die Ressourcen knapp. Das ist ja genau das, was seit irgendwie den 70er Jahren unserem Erdball prophezeit wird von Club of Rome und Konsorten. Und das heißt, die Überbevölkerung wird zum Problem. Und was machen dann die autonomen Systeme? Ne? Die wenden dann die Regeln an, die man hineinprogrammiert hat. Also nur, dass Ihnen klar ist, was die Implikation von diesem Trolley-Problem ist, was so hoch gehypt worden ist. Ne? Also mit Big Data und künstlicher Intelligenz können wir im Grunde genommen die Gesellschaft neu erfinden und politische Systeme, wie wir es in der Vergangenheit hatten, quasi nochmal perfektionieren. Ja, zum Beispiel den Faschismus oder den Kommunismus oder den Feudalismus, alles möglich, ja, und wahrscheinlich noch viel mehr. Also man muss sich tatsächlich entscheiden, was man haben möchte. Ne? Und dazu muss man auch darüber reden öffentlich. Also im Grunde genommen würde das eben anstehen, sich zu überlegen, wo wollen wir als die Schweiz oder als Europa oder als die Welt eigentlich hin mit diesen Technologien, dass sie großen Nutzen stiften können, das brauchen wir gar nicht in Frage stellen, aber wie setzt man sie ein, auch angesichts dieser großen Herausforderungen, vor denen die Menschheit jetzt steht. Und dann gibt es natürlich auch eine neue Ökonomie, die Aufmerksamkeitsökonomie, das heißt, im Grunde genommen ist unsere Aufmerksamkeit die knappe Ressource, die wird übrigens im Internet versteigert, also verkauft. Und naja, wenn man unsere Aufmerksamkeit hat, kann man uns manipulieren mit personalisierter Information und das ist dann auch recht effektiv. Ne? Also das bietet sich dann auch an für politischen Einsatz. Natürlich auch wieder durchaus bedenklich, ja, programmierte Mensch, die Herrschaftsformel, ja, kann man damit nicht wirksamer regieren, ja, man kann, also im Grunde genommen hat man so eine Art digitales Zepter gebaut, das wird von Google und von Facebook quasi betrieben und wenn Sie das jetzt nicht so richtig glauben wollen, dann hören Sie sich doch tatsächlich mal diesen TEDx-Talk von Tristan Harris an, der hat nämlich in einem dieser Google Control Rooms gearbeitet. Und er schreibt hier, wie eine Handvoll von Technologieunternehmen Milliarden von Hirnen manipuliert, inklusive unserer. Ja. Und wir merken das eigentlich kaum, weil es ist, passiert unterbewusst. Ja. Es tut nicht weh normalerweise. Also trotzdem, es bestimmt letzten Endes, ob die Gesellschaft mehr nach rechts oder mehr nach links driftet. Und es bestimmt, ob die Leute irgendwie ausländerfeindlich sind oder nicht, das kann man mit solchen Algorithmen auf jeden Fall beeinflussen. Ne? Und die Frage ist, muss man dann nicht gucken, was da Google eigentlich genau macht? Das gab es gerade im Magazin, dieses Interview mit Ihnen, das Silicon Valley hat unser Hirn gehackt. Ja? Sie kennen ja Hannes Krassegger, guter Kenner der Digitalszene, nur zwei Sätze daraus. Eines Tages werden wir zurückblicken und sagen, das Geschäftsmodell der Werbemanipulation, wie das Ölbusiness war. Es hat uns Reichtum, Wohlstand, Friends und Follower gegeben und am Ende hat es uns alles genommen. Ja. Und entweder bringen wir die Technologie wieder unter menschliche Kontrolle und richten sie darauf ab, uns zu schützen, statt uns auszubeuten, oder wir lassen uns von ihr terrorisieren. Es ist ein zivilisatorischer Moment. Es gibt nur das eine oder das andere. Das heißt, jetzt irgendwie mit digitalen Mitteln, ja, wird sozusagen der Kapitalismus 1.0 schon nochmal zugespitzt. Und es gibt auch diesen Kampf zwischen Kapitalismus und Demokratie, die halt nicht immer genau das Gleiche wollen. Ein
möchte eben letzten Endes Profitmaximierung, und Demokratie sollte sich um die Menschenwürde kümmern, und es ist nicht immer das Gleiche. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja? Und übrigens geht es noch weiter, das heißt, es gibt jetzt diese Obama Brain Initiative, und da wird daran geforscht, dass man mit Nanotechnologie im Grunde genommen Gehirnaktivitäten ausmessen kann, aber zusammengekoppelt mit elektromagnetischer Strahlung das auch beeinflussen kann, was wir denken. Ja? Entschuldigung, ich weiß nicht, was das für technische Probleme sind. Miriam Meckel, auch eine gute Kennerin des Mediers, spricht hier von Neurokapitalismus. Und Elon Musk meint, Entschuldigung, ich war falsche Richtung. Ja, wir müssen uns jetzt quasi upgraden im Sinne von Transhumanismus quasi, damit wir überhaupt mit diesem KI-System noch mithalten können. Ja, manche gehen so weit, dass sie sagen, jetzt können wir endlich unsterblich werden, irgendwann laden wir quasi unsere Erinnerungen, den Inhalt unseres Gehirns ins Internet hoch, und da wabern wir dann quasi unendlich lange herum und leben unendlich und können uns quasi beliebige robotische Körper geben. Das hört sich natürlich nach Science Fiction an, aber es gibt Leute, die an sowas arbeiten. So, nun gibt es natürlich auch durchaus kritische Stimmen, und insbesondere auch Apple-Chef Tim Cook prangert Google und Facebook an für die Manipulation. Larry Page lässt sich aber nicht lumpen. Er kritisiert wiederum Telekommunikationsunternehmen, die die Daten ihrer Kunden jetzt plötzlich für andere Dinge verwenden. John Parker war früher Manager bei Facebook, meint, das Unternehmen beutet die Verwundbarkeit der menschlichen Psychologie aus. George Soros fürchtet gar um unsere Zivilisation. Also es ist tatsächlich vielleicht ein kritischer Moment in der Menschheitsgeschichte, wo wir wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ja? Und insbesondere, was diese datengetriebene Gesellschaft eben nicht berücksichtigt, sind all diese Dinge, die sich halt schlecht durch Zahlen erfassen lassen, wie zum Beispiel Menschenwürde, Liebe, Bewusstsein, Freiheit, ja, die Dinge, die uns eigentlich besonders wichtig sind, die gehen da einfach verloren, die fallen durchs Raster. Und man muss sich schon die Frage stellen, wird die Demokratie, Big Data und künstliche Intelligenz überleben? Zumal dann auch manche Leute sagen, Demokratie ist eine veraltete Technologie, weg damit, ja, wir machen jetzt was anderes. Da fragt man sich eben was, also ich habe hier schon einiges angedeutet, was kommt. Aber dann wiederum stellt sich halt heraus, dass diejenigen, die uns das Paradies auf Erden versprechen mit digitalen Mitteln, durchaus nicht die Städte mit der größten Lebensqualität geschaffen haben, sondern die liegen keineswegs in den führenden IT-Nationen. Das heißt, wir haben schon was begriffen, was wichtig ist, was man dort nicht verstanden hat. Und insbesondere, dass Städte eben nicht nur einfach gigantische Logistiksysteme sind oder gigantische Entertainment-Parks, wo vorgefertigte Erlebnisse konsumiert werden, sondern das sind eben Orte der Begegnung, wo man Freundschaften knüpft und sich verliebt, wo man kreativ ist und innovativ, wo man Projekte zusammen auf den Weg bringt und kooperiert. Ja, und diese Dinge lassen sich halt nicht automatisieren. Und das sind Dinge, die auch irgendwie berücksichtigt werden müssen. Es stellt sich tatsächlich dann auch heraus, dass künstliche Intelligenz durchaus von kollektiver Intelligenz, das heißt unser aller Intelligenz, geschlagen wird. Schönes Beispiel Fake News, das versucht man mit künstlicher Intelligenz rauszufiltern. Ja, das funktioniert aber doch so schlecht, dass dann Zuckerberg ganz überraschend sagte, wir verlinken auf Wikipedia. Und was ist das? Das sind wir. Das ist unsere kollektive Intelligenz. Und übrigens YouTube von Google hat es nicht anders gemacht. Das heißt, die haben genau das gleiche Problem. Und das heißt, die Frage ist, wie man jetzt kollektive Intelligenz boosten kann. Das wäre sozusagen das nächste Stadium der Demokratie, digital abgegradet. Wie bauen wir das also? Systeme, die uns helfen, die
besten Ideen und unser Wissen und unsere Talente irgendwie miteinander bestmöglich zu verknüpfen. Und dafür braucht es Plattformen. Ja, ich will da nicht ins Detail gehen, aber die haben wir eigentlich nicht. Die heißen nicht Facebook oder Twitter jedenfalls, das wissen wir. Bei komplexen Problemen ist das Interessante, dass nicht die beste Einzellösung tatsächlich die beste mögliche Lösung ist, sondern wenn sich die beste mit der zweit- und drittbesten verbinden, dann verschlechtert sich nicht etwa die Lösung, sondern verbessert sich oft. Das heißt, es ist wichtig, verschiedene Perspektiven miteinander in Verbindung zu bringen. Diversität ist also wichtig und nicht, dass ein Monster-KI-System letzten Endes alle Entscheidungen für uns trifft. Dann kann sich dann fragen, können wir diese kollektive Intelligenz fördern? Ja, mit Incentive-Systemen kann man besser werden als Mehrheitsentscheidungen und sogar Märkte. Ja? Also man höre und staune. Und insofern kann man tatsächlich noch deutlich bessere Systeme bauen, die würden menschliche und künstliche Intelligenz miteinander verbinden. Also ich möchte gar nicht gegen KI sprechen, aber was wir machen können, das ist eben nicht ausgereizt und uns kann die KI dabei helfen, unsere Kreativität zu entfesseln und Kooperationsfähigkeit. Was wir aber eben mehr in den Mittelpunkt rücken wollen, ist eigentlich die Rolle der Städte in diesem Innovationsprozess, der jetzt nötig ist, damit die Welt die Kurve kriegt angesichts dieser Menschheitsherausforderungen wie der Nachhaltigkeits- und Klimakrise und so weiter und so fort. Also warum machen wir nicht alle paar Jahre einen freundschaftlichen Wettbewerb zwischen Städten, wo die Städte ein bisschen Geld locker machen für so eine Art Mega-Hackathon, das würde vielleicht ein paar Monate dauern, da könnten sich aber alle Stakeholders der Gesellschaft einbringen, auch die Zivilgesellschaft, und es gäbe verschiedene Disziplinen, wie zum Beispiel Klimawandel reduzieren, Energieeffizienz verbessern, Nachhaltigkeit, Resilienz, Solidarität zu fördern, was weiß ich. Und dann würden eben in jeder Stadt Lösungen entwickelt und die wären dann Open Source und Creative Commons. Das heißt, jede Stadt, jedes Unternehmen könnte eigentlich sich das nehmen, was gut zu den finanziellen, kulturellen und sonstigen Gegebenheiten passt. Man könnte sogar die verschiedenen Lösungen miteinander kombinieren, weiterentwickeln und so weiter. Das heißt, die Intelligenz des gesamten Planeten würde quasi miteinander kombinierbar und wir würden einen wahnsinnigen Sprung nach vorne machen, was die Innovation angeht. Also es wäre ein neues Globalisierungsparadigma, die Städte und Regionen wären da sehr wichtig. Man würde global denken, also globale Ziele verfolgen, aber lokal handeln und divers, man würde Experimente machen, voneinander lernen und sich gegenseitig helfen. Ja? Und tatsächlich, die Idee fällt auf fruchtbaren Boden. Es gab jetzt schon in den USA die American Cities Climate Challenge. Und kurz nachdem wir die Idee vorgebracht haben, 70 Millionen wurden investiert. Es gibt außerdem jetzt diese Global Climate City Challenge und es gibt diese One Planet City Challenge. Ja. Und generell geht es eigentlich darum, die Erfolgsprinzipien der Welt zu entdecken, jede Kultur ist voll von Erfolgsprinzipien und diese verschiedenen Erfolgsprinzipien miteinander kombinierbar zu machen. Man könnte von Culturepedia sprechen oder einem Cultural Genome Project. Und wir kommen im Grunde genommen zu einer zweiten Phase der Digitalisierung, wo wir nicht so sehr im Sinne von Top-Down, Power und Kontrolle und Optimierung denken, sondern im Sinne von Empowerment und Koordination. Warum? Weil nämlich zwar die Prozessorleistung exponentiell anwächst, das Datenvolumen aber noch schneller. Das heißt, es gibt immer mehr Dark Data, was wir nie prozessieren können. Und zu einem Überfluss durch die Vernetzung wächst auch die systemische Komplexität und zwar noch viel schneller als exponentiell. Dadurch verlieren wir eigentlich die Kontrolle über die Welt, obwohl wir die beste Technologie und mehr Daten denn je haben. Und das ist ziemlich paradox, aber es braucht einen neuen Kontrollansatz und das ist verteilte Kontrolle.
Also Selbstorganisation, das bedeutet auch mehr Partizipation. Ja? Das ist die gute Nachricht. Und das heißt, die neue Form von Smart City, das ist ein partizipative Smart City, eine responsive City, die reagiert auf unsere Wünsche und Bedürfnisse und uns Menschen mit einbezieht. Die Smart City der Zukunft wird nicht durch Überregulierung irgendwie gemanagt, sondern indem wir Lösungen schaffen, die gute Aktivitäten fördern, die Selbstorganisation unterstützen, und das wird jetzt mit dem Internet der Dinge möglich. Ja? Also seit 300 Jahren sprechen wir über die unsichtbare Hand von Adam Smith, manchmal funktioniert sie, manchmal nicht, aber mit dem Internet der Dinge können wir es jetzt zum Funktionieren bringen. Wir können Staus insbesondere auflösen, also zunächst mal simulieren wir das Ärgernis, um zu zeigen, dass wir verstehen, was da abläuft. Ich spule jetzt vielleicht ein bisschen vor. Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir müssen jetzt warten. Jedenfalls verlieren wir dann die Geduld und nehmen einfach den Hubschrauber. Ja. Und das wird uns dann zeigen, was die Ursache für das Problem ist. Da ist nämlich eine Zufahrt. Und es versuchen verschiedene Autos hier auf die Autobahn zu kommen. Das verursacht kleine Störungen. Die schaukeln sich auf, das produziert im Stop-and-Go-Verkehr. Und um das Ärgernis loszuwerden, starten wir jetzt, sagen wir mal, 30% dieser Fahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen aus, Radarsystemen, die Abstand und Relativgeschwindigkeit messen und diese Fahrzeuge automatisch beschleunigen und abbremsen. Und zack, ist der Stau aufgelöst. Braucht aber keine Verkehrsleitzentrale, sondern wir haben nur die Interaktion zwischen den Fahrzeugen verändert. Das nennt sich Mechanism Design. Was es dafür braucht, ist Echtzeitmessung, Echtzeitfeedback, lokal. Und schon macht das System, was wir wollen. Es selbst organisiert sich im günstigen Sinne. Kann man auch für Städte anwenden, zum Beispiel zur Selbstorganisation von grünen Wellen. Hier an diesem Ansatz ist speziell, dass die Verkehrsströme die Ampeln steuern, statt umgekehrt. Und es stellt sich heraus, dass das viel effizienter ist als die heutigen State-of-the-Art-Verfahren, die von einer Verkehrsleitzentrale gesteuert werden. Das heißt, öffentlicher Verkehr, Individualverkehr, Fußgängerverkehr und die Umwelt profitieren. Also warum machen wir es nicht? Es kommt jetzt vielleicht auch langsam tatsächlich. Und nichts gegen Smart Cities, aber weg von dieser rein technologiegetriebenen Variante hin zu Städten, die technologisch unterstützt werden, aber wo die Entscheidungen auch bei den Menschen sind, und dann hin zur Aktivierung von Co-Kreation und auch Einbau von unseren Werten in das Funktionieren der Systeme. Und das Ganze kann man dann auch auf logistische Systeme ausweiten. Wir denken, dass man ein neues multidimensionales Finanzsystem bauen könnte, um dieses Ärgernis loszuwerden, dass wir nämlich 50 Tonnen Sachen wegwerfen im Laufe eines Lebens, wäre genug für alle. Ja, wir sind nur schlecht organisiert, was die Nutzung der Ressourcen angeht. Und statt das mit Überregulierung lösen zu wollen, kann man jetzt im Grunde genommen mit dem Smartphone und anderen Internet of Things Sensoren die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt messen, Lärm, CO2, Abfallstoffe aller Art und so weiter. Ja, auch die positiven Dinge, und dann würde man eben gerne die positiven Effekte verstärken, die negativen abschwächen, faire Kompensation haben, und zwar für all diese verschiedenen Dinge, die wichtig sind, die verschiedenen Ressourcen und so weiter, also multidimensional. Braucht ein multidimensionales Anreizsystem, das könnte man jetzt mit Blockchain-Technologie zum Beispiel umsetzen, und dadurch wurden quasi neue Kräfte in unser Wirtschaftssystem eingeführt, die ökologisches und sozialverträgliches Produzieren belohnen, also damit würde man Geld machen in einer dieser vielen neuen Währungen, die damit entstehen, und auf diese Art und Weise wurden die Lieferketten quasi geschlossen zu einer Kreislaufwirtschaft durch diese neuen Kräfte, die da wirken würden.
Das wäre also ein koevolutionärer Prozess, der dann dahin führt und auch zu dieser Sharing Economy, sodass letzten Endes die Ressourcen der Welt für alle reichen, also mehr Lebensqualität mit weniger Ressourcen, ja? Sodass eben diese Schreckensszenarien nicht eintreten. Und für die Gesellschaft kann man ähnliche Sachen machen. Selbstorganisation lässt sich auch im sozialen Bereich einsetzen. Digitale Assistenz, ja, beispielsweise mit Augmented Reality oder Mixed Reality, könnten wir Wissen sofort miteinander teilen. Diese Systeme könnten unsere Kreativität und Innovationskraft unterstützen. Sie könnten die Zusammenarbeit unterstützen, uns helfen, Projekte aufzusetzen, zu organisieren. Auch wenn wir jetzt irgendwie nicht BWL studiert haben, wurden wir quasi durch diese Prozesse geleitet, die es braucht, damit diese Projekte erfolgreich sind und damit wir eigentlich von dem Wissen, das in der Welt entsteht, möglichst schnell voneinander lernen können, so wie das die Roboter auch tun. Ne? Und Design for Values ist also noch ein wichtiges Thema, das heißt, die Werte unserer Verfassung und unserer Kultur einbauen in die Systeme, inklusive eben dessen, was eigentlich Demokratie ausmacht. Ich glaube, es ist uns doch ans Herz gewachsen, wollen wir doch nicht einfach so über Bord werfen. Und aus der Menschenwürde wiederum folgt dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung, ist aber überhaupt nicht umgesetzt. Und das wäre der dritte Weg. Ja? China, Staat besitzt die Daten, Silicon Valley, die Unternehmen besitzen die Daten. Vorschlag für Europa, bauen wir doch eine Plattform, über die wir steuern können, wer welche Daten für welche Zwecke, wie lange und für welchen Preis nutzen kann. Und lassen uns dabei helfen von persönlichen KI-Systemen, also per digitalen Assistenten, die unsere Präferenzen mehr oder weniger kennen, also die Daten vorkonfigurieren, sodass wir nicht viel Arbeit damit haben. Das würde letzten Endes nicht nur die informationelle Selbstbestimmung sicherstellen, sondern es würde auch ein Level Playing Field für die ganze Industrie schaffen. Das heißt, jeder könnte diesen Datenschatz heben helfen. KMUs, Spin-off-Companies, Forschungsinstitutionen, NGOs könnten endlich alle auch was mit Daten machen. Da kämen wir doch alle sehr viel schneller in unserer Gesellschaft mit der Digitalisierung voran. Das heißt, es ging um Empowerment von allen, um kombinatorische Innovation, um den Bau eines gemeinsam betriebenen Informations- und Innovationsökosystems, ja, wo wir alle voneinander und von den Innovationen und Daten profitieren. Und warum nicht sogar ein neues IPR-System sich vorstellen, wo Geld quasi erzeugt wird, Geld ist ja auch eine Erfindung, ja, erzeugt wird, indem Daten und Services und Produkte genutzt werden, ja, anstatt irgendwie Upload-Filter und Verbote irgendwie aufzubauen. Und einfach das Fiat-Currency-System intelligenter neu bauen, sodass wir wirklich alle von unseren Ideen und Talenten möglichst viel profitieren können. Und ich glaube, wir müssen das auch machen, weil wenn wir versuchen, das Silicon Valley nachzubauen mit 15 Jahren Verspätung, wir sehen, das exponentiell beschleunigt sich das, der Abstand wird immer größer, auch wenn wir genauso schnell beschleunigen. Ja? Wir brauchen einen anderen Ansatz, diese kombinatorische Innovation beschleunigt schneller als exponentiell, wäre eine tolle Sache für Europa, meiner Meinung nach. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht alles automatisieren, was man automatisieren kann, Freiräume für menschliche Entscheidungen, wo es Sinn macht, müssen vorgesehen werden, ja, an den wichtigen Entscheidungspunkten. Und ja, nichts gegen Superintelligenz, aber bitteschön, die soll uns doch nicht ständig auf Schritt und Tritt maßregeln, sondern wir wollen doch ein System, das wie eine gute Fee wirkt. Das heißt, bei unseren egoistischen Wünschen wird sie uns vielleicht nicht gerade noch unterstützen, aber bei den Dingen, die gut sind für die Umwelt und kooperative Anliegen und Projekte und Engagement, das könnte man doch digital quasi
unterstützen, sodass es leichter von der Hand geht und gelingt und mit Erfolg gekrönt ist. Und in diese Richtung gibt es eben auch Ideen. Das kann man umsetzen. Das wäre also nicht der strafende, superintelligente KI-Gott, sondern das wäre sozusagen ein liebender KI-Gott, wenn man so möchte. Ja? Und die Erfolgsprinzipien der Zukunft, meiner Meinung nach, Co-Learning, Co-Creation, Koordination, Kooperation, Co-Evolution. Das heißt, Kombination von unseren Stärken. Ja? Also, ihr habt es in der Hand, Game Changer zu sein. Das sind die Erfolgsprinzipien, kollektive Intelligenz, kombinatorische Innovation und digitale Assistenz. Viel Glück und Erfolg. Vielen Dank für diesen spannenden Input. Ich habe ja gewünscht im Vorfeld, wie sieht die Welt von morgen aus? Ich glaube, du hast uns wirklich einen sehr guten Vorgeschmack gegeben, wie kann die Welt von morgen aussehen. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen, Diskussionen. Gibt es Fragen, Kommentare? Ich wollte eine Frage stellen zum Thema Regulierung. Du hast das vorher auch schon erwähnt. Ich glaube, es kommt auch aus deinem Vortrag raus. Eigentlich ist ein tolles Ding, kann ohne Regulierung nicht sich gesund entwickeln. Und es braucht doch. Du hast auch eben die Freiheit des Systems gestellt, was sehr interessant war. Warum denkst du, dass heute eigentlich die Regulierung eher hinkt, auch wenn wir an der Besteuerung von diesen Riesenkonzernen denken, an der Verteilung des Wohlstandes, der daraus entsteht, aber auch an, eben an den Exzessen und Missbräuchen der Macht denken, die aus diesen großen Konzernen kommen? Es ist sehr, sehr langsam. Also die GDPR ist ein erster Schritt, aber es ist eigentlich sehr schüchtern, wenn man eigentlich richtig betrachtet, was du erklärt hast. Also mehrere Gründe. Der eine ist natürlich, es braucht Zeit, um zu erkennen, was die Nebenwirkungen von Technologien sind. Ja? Also vieles hat man tatsächlich erst in den letzten Jahren verstanden und das heißt noch nicht, dass wir ein vollständiges Bild haben. Ja? Also Erkenntnis braucht Zeit, das ist das eine. Das andere ist, die Politik möchte Innovation nicht behindern und schon gar in einer Zeit, wo wir vor diesen Menschheitsproblemen stehen. Ja? Und das heißt, sie hat sich da auch nicht eingemischt, zum Teil natürlich auch selber davon profitiert und deswegen kein Regulierungsinteresse gehabt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Regulierung wirklich der richtige Ansatz ist. Eben wegen dieses Time Delays und diese Beschleunigung im digitalen Bereich ist so irrsinnig schnell. Das heißt, man hechelt da eigentlich immer hinterher. Aus meiner Sicht sind die Lösungen eigentlich dieses werteorientierte Design. Wir wissen, was unsere Grundwerte sind, mehr oder weniger. Wenn wir das einbauen, sind wir schon mal auf einem guten Weg. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, Algorithmentransparenz kann helfen. Ich habe auch schon Anregungen gemacht, wie diejenige, dass man Algorithmen und vielleicht auch Daten nach einer bestimmten Zeit, sagen wir 24 Monate, open sourced. Ja? Das heißt, man hat eine kommerzielle Periode, in den 2 Jahren macht man ohnehin die meisten Gewinne und danach würden alle davon profitieren und auch die Großunternehmen von allen anderen. Das heißt, jeder würde wirklich von diesem digitalen Humus quasi, der da entsteht, profitieren. Diese Algorithmentransparenz wieder würde zu einer Qualitätskontrolle führen. Also würden dann schon Leute reinschauen in die Algorithmen und sagen, oh, das war aber nicht gut gelöst, da sind aber Frauen oder Juden oder was weiß ich wer diskriminiert worden, das kann man besser machen. Und ja, dieser Feedback-Loop würde uns eben auch helfen, entweder schlechte Software oder auch missbräuchliche Software zu verbreiten und von daher denke ich, es wäre wahrscheinlich besser als Regulierung, denn Transparenz bremst nicht die Innovation im Unterschied zur Regulierung und Unternehmer wollen in der Regel eigentlich möglichst wenig regulieren. Trotzdem brauchen wir einen Mechanismus, der uns sicherstellt, dass nicht richtig schlimme Dinge passieren
könnten, ja, unter Umständen weltweit. Vielleicht eine andere Teileinschätzung, Kontrolle, Wahlfreiheit, Transparenz, die uns helfen, um eben diese Freedom, die im Land zu schaffen. Trotzdem aus der Finanzindustrie, wir haben ein bisschen Erfahrung mit Regulierung und Informationsasymmetrie ist doch relativ groß. Deshalb ist eben doch vielleicht ein wichtiges Instrument. Ich meine, Transparenz ist gut, aber natürlich nicht alle sind Experten wie du, die auch die Möglichkeit haben, alles zu verstehen. Naja, ich meine, es stellt sich eben auch die Frage in dieser Zeit, wo Ressourcen potenziell knapper werden, können wir uns quasi noch alle Freiheiten herausnehmen, wenn sagen wir, im kompetitiven Interesse, dass der eine irgendwie sich Vorteile zu verschaffen versucht, zu Lasten der Menschheit. Ich will da überhaupt gar nicht an bestimmte Firmen oder Businessmodelle denken speziell, sondern es war Bestandteil eigentlich des materiellen Kapitalismus, wo die Ressourcen begrenzt sind, dass man nur mehr haben kann, wenn man es anderen wegnimmt. Ja? Das System kommt an seine Grenzen. Ja, das können wir alle natürlich genau erkennen und die Vereinten Nationen und so weiter und so fort, die sagen das auch. Und das kann eben so enden, dass den einen nur noch einfällt, mit autonomen KI-Systemen dann Menschen unter einem bestimmten Citizen Score irgendwie aussortieren zu lassen. Ja? Also es geht um ziemlich viele Menschenleben mit anderen Worten. Und dann ist die Frage, wollen wir nicht vielleicht ein System bauen, was die Tragfähigkeit dieses Planeten maximiert, sodass, wenn es geht, alle Menschen überleben können und eben auch von diesen digitalen Möglichkeiten profitieren können. Also um es anders zu sagen, ich glaube, wir stehen tatsächlich vor großen Herausforderungen, auch moralischer Natur, und ich glaube, es wird ein Paradigmenwechsel geben und wir werden entweder lernen, viel stärker miteinander zu kooperieren und Daten und Algorithmen zu tauschen, vielleicht eben mit diesem Time Delay, vielleicht auf der Basis von Reziprozitätsgesichtspunkten, dass es fair ist. Ja. Aber wir schaffen das nicht und es wird sich ein Konflikt zuspitzen in der Welt. Wir spüren das alle, Probleme kommen näher. Massenmigration, Finanzkrise, Klimawandel und so weiter und so fort. Ja. Das wird sich nur noch weiter zuspitzen, wenn wir es nicht schaffen, einen Paradigmenwechsel zustande zu bekommen. Und bevor wir dann alle in dieser großen Katastrophe quasi unser Fett wegbekommen, warum sind wir nicht vernünftig und machen was Besseres? Ne? Die Digitalisierung erlaubt es eben tatsächlich, die Gesellschaft neu zu erfinden. Das ist das Schöne. Ja? Alle Institutionen, vom Geld angefangen, über die Verwaltung, die Politik, die Wirtschaft, alles können sie neu erfinden. Ja? Das ist eine riesige Chance, die hatten wir noch nie in der Menschheitsgeschichte. Ja? Also die soll man beim Schopf packen. Aber nicht jeder gegen jeden, sondern warum nicht gemeinsam? Ich glaube, wir schaffen das nur gemeinsam. Ja? Vielleicht an dieser Stelle, eine Frage an euch, die ihr an dieser Situation seid. Also ihr konkurrenziert, habt eure Mitbewerber, seht ihr eine Chance da? Ist es so? Kann man kooperieren? Gibt es da eine Chance oder denkt ihr, das ist Wunschdenken, das ist nicht machbar? Also über diese. Es gibt Ansätze, also aus der Welt der Unternehmen auch. Ich meine, es sind ganz einfache Dinge, die Komplexität oder digitale Plattformen. Man erkennt zum Beispiel die Nutzung von digitalen Plattformen. Ich meine, Patientendossier ist kein gutes Beispiel, aber meine Firma hat ein Autodossier, in dem Auto Informationen über ein Auto eigentlich frei verfügbar sind für alle Marktteilnehmer. Also es sind Ansätze von Kooperation, die glaube ich funktionieren können. Ich denke eben am Ende der Geschichte auch Unternehmensführer und Konsumenten möchten doch für eine bessere Welt einsetzen. Also ich glaube, Kooperation kann funktionieren. Es gibt Beispiele, in denen es funktioniert. Vielleicht nicht in der visionären Skala, die du gesagt hast, aber das ist schon mal interessant.
eindrucksvoll. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wie du auch diesen Wendepunkt beschrieben hast. Finde ich. Und ich bin auch ein Titel für gewählt bei den letzten Slides, die Aufklärung, digitale Aufklärung. Was glaubst du, was ist der Unterschied der heutigen digitalen Aufklärung und der Aufklärung, die wir früher erlebt hatten? Oder glaubst du, das Outcome wird ähnlich sein? Und was können wir von der Vergangenheit auch lernen? Naja, die Geschichte ist natürlich voller Beispiele von solchen transformativen Prozessen, wie wir sie jetzt erleben. Ja, die industrielle Revolution ist nur ein Beispiel dafür. Und wenn man sich das anschaut, dann waren das immer Zeiten des Umbruchs, die mit Finanz- und Wirtschaftskrisen einhergingen, aber eben auch Revolutionen und Kriegen. So. Finanz- und Wirtschaftskrise haben wir ja schon seit 2007/2008, jedenfalls in anderen Ländern. Und die Revolution und Krieg würden uns gerne ersparen, obwohl, wenn man sich das, was in Frankreich gerade passiert, anschaut, dann denkt man sich, es ist vielleicht schon ganz kurz davor. Ja? Das heißt, wir müssen diesmal wirklich klüger sein auf der Basis der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir nicht dieselben Fehler in Grün wiederholen. Sondern wenn es diesmal schief geht, ja, dann sterben vielleicht nicht 8 Millionen wie im Ersten Weltkrieg oder 80 Millionen wie im Zweiten, sondern es sind vielleicht 800 Millionen oder noch mehr. Ja? Also es geht um richtig viel hier. Wir müssen das einfach schaffen. Ja? Also wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen zusehen, wie wir das irgendwie gemeinsam hinkriegen. Wie müsste man sich so eine zielführende Wertediskussion überhaupt vorstellen? Die Werte sind ja global völlig anders. Ja, aber ich meine, das kann man im Grunde genommen mit KI-Systemen schon auch machen. Ich meine, solange Menschen intelligenter als Computer sind, sind wir es ja, die sich anpassen müssen an die dumme Technik. Irgendwann, wenn sie tatsächlich schlauer wird als wir, sollte sich eigentlich die Technik an uns anpassen. Ja? Und das heißt an uns persönlich, aber auch an unsere Kultur. Und das heißt, diese Plattformen würden halt nicht überall exakt gleich funktionieren. Da werden halt unterschiedliche Werte eingebaut. Und die können sich schon im Laufe der Zeit verändern, aber insofern, wenn China irgendwie unbedingt das so machen möchte, ich glaube, das passt nicht für uns. Dann machen wir das eben anders mit unseren Werten. Aber das müssen wir dann halt auch schnell machen, sonst ist das chinesische System einfach da, weil das kann man quasi runterladen und schon hat man es. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt auch schon ein bisschen Gas geben, sonst ist es einfach zu spät. Und klar, wir müssen uns überlegen, in welcher Variante der digitalen Zukunft wollen wir leben. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja? Ihr sagt mir, was ihr wollt, und naja, wir Wissenschaftler müssen uns dann überlegen, wie man es irgendwie vielleicht umsetzen kann. Und dann braucht es natürlich wiederum Geld und Ingenieure, um das dann zu machen. Aber ja, vieles ist möglich. Und dazu muss man aber wissen, was man will. Ja? Und die Frage ist, haben wir uns das wirklich schon gut genug überlegt in der Schweiz, in Europa, in welcher Zukunft wir eigentlich leben wollen? Ja. Ich meine, da müssen wir auch mal ein bisschen träumen, denn die Zukunft in 15, 20 Jahren ist aus heutiger Sicht ein Science Fiction. Ja. Die Smartphones, die wir heutzutage alle selbstverständlich benutzen, vor 20 Jahren, war das Science Fiction und viele andere Sachen auch. Also wenn man sich die Zukunft vorstellen möchte, muss man lernen, mutig zu denken und eben, also was sich realistisch anhört, das ist schon mal ziemlich unwahrscheinlich, dass das wirklich in 20 Jahren noch Realität ist. Das wird einfach veraltet sein. Ja. Mona, sein Gewahr. Ja. Eine ganz einfache Frage. Du hast häufig von wir gesprochen. Wir müssen diesen Paradigmawechsel schaffen. Wir müssen an wen denkst du, wer ist es wir oder wer sind die Wirs, die die Hebelwirkung in der Hand haben?
Ja, jeder von uns hat irgendwie einen Hebel in der Hand, ja, lauter kleine Hebel im Grunde genommen. Und die Frage ist, kriegen wir das irgendwie synchronisiert, dass wir parallel in eine ähnliche Richtung gemeinsam laufen. Ja? Es braucht so eine Art neuen Zeitgeist im Grunde genommen. Dafür braucht es diese Diskussionen auch. Ne? Aber ich glaube, man sollte auch stärker diese Generation X, Y, Z einbeziehen. Die sind halt auch schon anders drauf. Ja? Für unser eins vielleicht manchmal befremdlich, ja? Da wollen sie irgendwie keine Karriere machen und dieses und jenes. Man denkt sich, was ist schiefgelaufen mit der Erziehung? Aber nein, die haben zum Teil eben verstanden, dass dieses System so nicht mehr lange weitergeht. Und die probieren eigentlich im Stillen und Leisen schon neue Lebensmodelle aus und sind zum Teil auch viel kooperativer, glaube ich. Und wenn dieser Spirit auch einfließen kann in die Entscheidungsprozesse und in die Produkte und Plattformen, die da entstehen, kann ich mir vorstellen, dass wir da sehr viel schneller vorankommen. Ja? Also ich würde das einfach mal ausprobieren. Also wenn wir es nicht schaffen, dann Corinne, setzen wir auf dich. Ich finde es besonders wichtig, dass wir eben diese Wertediskussion führen, ohne dass es auf Phasen sind. Und also bei uns jetzt im Roten Kreuz haben wir so Fundamental Principles und dann halten wir uns möglichst. Und dann wird uns auch vorgeworfen, ja, das seien so westliche Mail-Werte, die wir da exportieren in die dritte Welt und das soll man aufhören. Aber man muss auch dazu stehen können. Das ist ganz wichtig. Also wenn bei uns dazu gehört, man soll Frauen nicht vergewaltigen, dann kann man das. Das ist nicht eine lokale Größe, sondern das möchte man verbreitet haben. Und das muss man in allen Gesellschaftsschichten eben diskutieren können. Und zwar heute, da bin ich ganz dieser Meinung auch, wo ich eben die große, also Arzt, das große Dilemma für mich selber sehe, ist dort, wo man dann Grenzen ziehen muss mit dem, was man machen will, im konkreten Humanitären. Also die Großmutter, die jetzt wirklich sehr alt ist und krank ist, wo man jetzt alle möglichen Operationen noch durchführen soll, weil man das einzige Prinzip hochhält, das Leben müsse erhalten werden. Das wollen ja manchmal die alten Leute manchmal gar nicht. Ja? Also ich weiß es von meinen Eltern. Nein, wir wollen nicht um jeden Preis da irgendwie nochmal einen Monat oder hier noch drei Tage und was weiß ich noch alles. Viele von uns, glaube ich, empfinden das auch schon wieder als menschenunwürdig. Das ist genau dieser Fall, wo wir dann sozusagen das Businessmodell vielleicht sind, ja, da kann man jetzt nochmal 10.000 rausholen oder so. Davor haben viele Angst. Ja. Also, Ich glaube, es braucht da insgesamt tatsächlich so eine Art neuen Gesellschaftsvertrag. Und über die Generationen hinweg, aber auch die verschiedenen sozialen Schichten hinweg, die verschiedenen Kulturen und so. Also es ist die Zeit, wo wir es nochmal wieder neu erfinden können. Da wird auch die Dinge neu austariert werden müssen. Martin? Welchen Vor- und Nachteil? Digitalisierung siehst du für die Schweiz mit ihrem politischen System der direkten Demokratie und der Dezentralisierung? Ich bin ja der Meinung, dass das ein großer Vorteil ist. Ja? Gerade in diesen potenziellen Krisenzeiten, auf die wir zusteuern, braucht man Resilienz. Das heißt, Systeme, die in der Lage sind, mit unerwarteten Entwicklungen möglichst flexibel und adaptiv umzugehen, sich davon möglichst schnell wieder zu erholen und vielleicht sogar noch daraus zu lernen, besser zu werden. Und das braucht Diversität, das braucht Dezentralität, das ist Bestandteil des politischen Systems der Schweiz. Wäre nicht Bestandteil eines super intelligenten KI-Systems, was zentral die ganze Welt zu steuern versucht. Das halte ich für äußerst gefährlich unter dem Gesichtspunkt der Resilienz. Ja. Also wenn alle das Gleiche machen, uns geht schief,
da haben wir überall ein ziemlich großes Problem. Ja? Wenn wir verschiedene Sachen ausprobieren und die eine Sache geht schief, dann funktioniert immer noch die andere und die einen können den anderen noch helfen. Ja? Also das ist eigentlich der Ansatz. Und ich finde das politische System hier sehr faszinierend. Es ist in der Lage, kulturelle und ökonomische und andere Spannungen zu überwinden. Es entwickelt sehr gute Lösungen. Man sieht es ja am Wohlstand auch und an der Lebensqualität. Und warum baut man das quasi nicht als digitale Plattform und exportiert es in die Welt? Weil anderswo bräuchte man sowas vielleicht auch. Ja? Also im Grunde genommen spreche ich von einer digitalen Plattform, die kollektive Intelligenz fördert und unterstützt. Ja? Und wie manche der Mechanismen aussehen konnten, das wissen wir aus der Schweiz. Also muss man dann nur programmieren. Solche Ansätze gibt es bei uns. Digitale Demokratien, wo jeder seine Technologie reinstellen kann und sagt, wir möchten die großen Runden. Der andere Vorteil der Schweiz ist natürlich die kleine Größe. Also ich meine, innerhalb von wenigen Stunden kann man jeden treffen, ja, scannt jeder jeden im Grunde genommen. Das heißt, man kann tatsächlich auch schwierige Paradigmenwechsel im Grunde auf den Weg bringen, ja, wenn man das möchte. Also braucht dann halt wahrscheinlich so einige schwierige Diskussionen, aber man kann das im Grunde genommen schneller schaffen als in größeren Ländern. Ja. Und oft sieht man, dass kleine Länder eigentlich flexibler und adaptiver sind. Man kennt das, die Supertanker kommen schwer um die Kurve, ne? Und tatsächlich stehen kleinere Länder oft in verschiedenen Indizes besser da. Ja? Und die Frage ist, wie man vielleicht sogar auch die Stärken verschiedener kleiner Länder kombiniert. Ne? Ich bin zum Beispiel auch viel in den Niederlanden und da gibt es sehr viel Graswurzelbewegung, auch im digitalen Bereich. Und ich glaube, da steckt unglaublich viel Wert für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft drin. Aber hier gibt es sehr viel mehr Geld. Ja? Und vielleicht mehr Geld als Ideen, die man damit irgendwie fördern kann. Die Frage ist also, warum spart man nicht zusammen? Ja? Dann sieht man auch, in Berlin passiert eine ganze Menge zum Beispiel, aber auch an Orten wie Barcelona, ja, den Orten, die von der Wirtschaftskrise und von anderen Krisen geschüttelt sind, wo die Leute irgendwann anfangen, sich zu sagen, also ich bin es jetzt leid, jetzt tue ich was, ja, und überlege mir, wie wir selber irgendwas auf den Weg bringen können. Und da passieren Dinge, die, glaube ich, tendenziell übersehen werden, die man aber eben mit den entsprechenden Mitteln hochskalieren könnte. Ja. Problem ist ja zum Beispiel auch die Workforce. Ja. Plötzlich braucht man überall Data Analysts und KI-Experten, alles Mögliche, die fallen nur nicht vom Himmel. Ja. Es braucht jeder die und plötzlich ist der Markt leergefegt. Und warum zum Beispiel bildet man die Leute nicht in Barcelona aus, wo es sehr viel gebildete junge Menschen ohne Arbeit gibt, ja, die wahrscheinlich hier einen wichtigen Beitrag leisten können. Ja. Also nur so ein paar Anregungen. Ich glaube, man kann tatsächlich noch eine ganze Menge machen. Ich würde sagen, an dieser Stelle verschieben wir unsere Diskussion wieder nach vorne, da gibt es noch was Leckeres für Leib, Magen und Seele. Vielen, vielen Dank, Dirk. Gerne.